Bereits zum 23. Mal fand am vergangenen Wochenende in Gera das Friedensfest der Linken statt. Neben einer tänzerischen Showeinlage der Skydancer Jena wurde der Sportförderpreis des Stadtverbandes übergeben. Ehrengast war Gregor Gysi, der auf der Eventfläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera vor allem aktuelle Themen ansprach. Zudem stellte sich Frank Tempel, Direktkandidat zur Bundestagswahl, dem Publikum vor. Auch für die kleinen Besucher wurde viel geboten. Neben Hüpfburg und Bastelstraße war auch ein Luftballonkünstler vor Ort. Musikalisch begleitet wurde das Fest von Christian Hase aus Leipzig. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, mit Spezialitäten aus Thüringen und der Welt.